Liebe Landsleute, vor 70 Jahren wurde Deutschland vom Nazi-Nationalismus befreit. Zu Ehren des 8. Mai und um ein Zeichen gegen den Nationalismus zu setzen, haben wir jetzt das Freihandelsabkommen mit den USA umbenannt. Es heißt ab sofort Deutsch-Amerikanisches Toleranzabkommen. Ich will Ihnen, liebe Landsleute, dies ganz detailliert erläutern. Studien feministischer US-Wissenschaftlerinnen haben zum Beispiel kürzlich herausgefunden, dass das männliche Hormon Testosteron zu sexistischen Herrenwitzen und zu Aggressivität im Straßenverkehr führt. Das ist problematisch und politisch nicht korrekt. Wer an sich selbst also beim Straßenverkehr ein gewisses machohaftes Mackertum entdeckt, der sollte sich schleunigst beim Internisten gegen Testosteronüberhang behandeln lassen. Denn ab Januar 2015 werden mit den Blutproben bei Straßenkontrollen nicht nur die Alkoholpromille, sondern auch der Testosteronspiegel gemessen. Kann schon mal zu Punkten in Flensburg oder gar zum Entzug der Fahrerlaubnis führen. Zum Stichtag 8. Mai 2015 werden wir zusätzlich und gemeinsam mit unseren amerikanischen Menschenrechtlern dann den Citizen Control Service, also auf Deutsch CCS, einführen. Da haben unsere Freunde jenseits des Großen Teichs ja auch bereits mit ihrem NSA gewisse Vorlauferfahrung. Wer dann von Ihnen, meine lieben Landsleute, am Stammtisch so einen frauenverachteten Witz hört, also zum Beispiel über Gesäßbreite oder schlechte Frisuren, der kann sofort den Betreffenden völlig anonymisiert unter citizencontrolservice.com melden und damit eine Testosteronüberprüfung noch in der Gaststube einleiten. Sie können Citizen Control Service .com auch eine SMS senden, wenn jemand das blutrünstige Honecker-Regime verharmlost oder die Erschießungsanlagen der DDR leugnet. Ich sage das vor allem jetzt zu unseren Landsleuten im Osten unseres Heimatlandes. Sie können jederzeit Ihren Nachbarn oder Arbeitskollegen melden, wenn der das Spitzelregime der Stasi schönredet und so die Stasi-Opfer verhöhnt oder andere Russen-Propaganda verbreitet. Und bald werden wir mit Hilfe der NSA auch ein MFH gründen, ein Ministerium für Homophobiebekämpfung. Oder nehmen wir an, im Restaurant an Ihrem Nebentisch sitzt ein Ziganophober. Das merken Sie daran, dass der sich ein xenophobes Zigeunerschnitzel bestellt. Blitzschnell laden Sie sich die App von CCS herunter, melden den Skandal und wenige Augenblicke später wird sich jemand unauffällig um Ihren Tischnachbarn kümmern. Oder zum Beispiel in Ihrem sozialen Netzwerk hetzt ein struktureller Antisemit. Lassen Sie sich da nicht täuschen. Das sind heutzutage immer öfter selber Juden, die wir Deutsche ja schon immer schnell als jüdisch-bolschewistische Weltverschwörungstheoretiker erkannt haben. So wie dieser Israel-Hasser Professor Moshe Zuckermann, der seine Regierung wegen der Siedlungspolitik öffentlich angreift. Das ist nicht nur ein sich selbst hassender Jude, also ein struktureller Antisemit, sondern ein Nestbeschmutzer. Und mit Nestbeschmutzern können wir Deutsche uns bereits seit 1933 gut aus. Werden Sie solch eines Antisemitismus gewahr? Sofort ein Screenshot und ab damit ans CCS kommen. Und den antisemitischen Israelis wird sofort das Handwerk gelegt. Und das ist nicht nur ein Sieg der Toleranz, sondern gibt auf ihrer Payback-Karte auch 2000 Extrapunkte.
Bei uns in der Jugend, bei den DDR-Pionieren, haben wir das immer Bienchen genannt. Oder Sie fragen einen Hausnachbarn, wer hat vor 50 Jahren John F. Kennedy ermordet? Wenn er dann sagt, FBI oder CIA, dann ist da ein esoterischer Verschwörungstheoretiker und Sie können sich bei Ihrer Payback-Karte und Ihrer CCS-App wieder schöne 2000 Extra-Pünktchen sichern. Aber aufgepasst, wenn er sagt, Fidel Castro hat Kennedy ermordet, dann ist das keine Verschwörungstheorie, sondern die richtige Antwort. Jawohl, wir wollen ein Volk guter Nachbarn sein, hat Willy Brandt einst gesagt. Barack Obama weiß, wie ernst ich diese Lehre aus den dunklen Jahren der Intoleranz und politischen Unkorrektheit nehme. Nie wieder antieuropäischer Nationalismus. Weg mit allzu deutscher Gründlichkeit beim Hochtreiben deutscher Löhne und beim Auslegen deutscher Sozialgesetze und Rechtsstaatlichkeit. Abschließend möchte ich noch bemerken, dass es mir völlig schleierhaft ist, warum Kommunisten, Linke und radikale Gewerkschafter den 8. Mai 2015 ebenfalls feiern. Denn befreit wurden wir Deutsche doch in allererster Linie von der Diktatur der Intoleranz. Und intolerant sind Linke ja quasi von Natur aus, gegen Banken, gegen Konzerne, Spekulanten und ähnliche schützenswerte Minderheiten. Aber Nächstenliebe, gilt das nicht auch besonders für unsere nächsten Spekulanten und für unsere Hausbesitzer, die für ihre Mieter funkelnagelneue Hochhäuser bauen? Also, Frieden den Palästen und Krieg den Hütten, besonders wo sie zu alt geworden sind. In diesem Sinne, meine lieben Landsleute, ein gesegnetes neues Jahr.